fliegen ungefähr noch 9 Minuten. Das sollte. Also mit Landung 9 Minuten? Ja, das ist, glaube ich, mit inberechnet, ja. Okay. Also was das geilste Feature, was mich heute am meisten bei der Flugsimulation erstaunt hat, ist, dass es ein Flight-Radar für X-Plane gibt. Ja, das ist halt echt geil, ne? Das ist aber nicht nur X-Plane, das ist halt einfach, du kannst dir anzeigen lassen, welche Leute über diese App fliegen, ja, über dieses Programm. Du kannst dir anzeigen lassen, welche Leute über WATSIM fliegen, das ist ein Online-Netzwerk, über IVAO, das ist auch ein Online-Netzwerk, und über Pilot Edge, ebenfalls ein Online-Netzwerk. Also du kannst die ganzen Flüge kannst du tracken, ja? Krass. Das ist halt echt heftig. Du kannst in dieser App kannst du deine eigene Flotte erstellen. Du kannst quasi deine ganzen Modelle eingeben, die du hast. Und jedes Mal, wenn du halt quasi ein Booking machst, du sagst, von wo du wo aus hin willst, ja, gibst du an, mit welchem Flugzeug, welche Callsign du hast, und dann wird dir dieser Flugplan erstellt und dann bist du sofort ready. So, das ist halt Wahnsinn. Voll geil. Du könntest sogar so weit gehen, dass du diese Flugpläne importierst in deinen Flugsimulator und die sofort abrufen kannst über deinen Bordcomputer. Krank. So, das hätten wir halt auch machen können. Was da alles geht so, ne? Ja, das ist halt, ich finde das halt so geil, dass wie viele Leute da. Ach, siehst du den Flughafen links? Links sehen wir den. Ah, lol. Da ist er. Madrid. Madrid, meine Damen und Herren. Willkommen. Alla Madrid. Aber wir sind relativ hoch noch, oder? Ja, also keine Sorge. Achso, der dicke Linksknie kommt ja gleich erst noch. Ja, ich sehe. Das passt schon. Curry und ich fliegen gerade gleiches Flugzeug. Der Curry ist der Kapitän und ich bin der Co-Pilot. Und der Curry steuert gerade, also Curry übernimmt die Landung. Ich habe den Start übernommen. Guckt euch lieber nicht an. Und wir können, also Share Cockpit nennt man das. Ja, man kann zusammen fliegen. Ist ein bisschen kompliziert, müsst ihr euch mal ein paar Tutorials auf YouTube angucken. Aber ist schon sehr, sehr cool, dass das geht. Also es gab es schon mal bei Flugsimulator X, Flight Simulator X, und jetzt haben die das hier übernommen. Jetzt wann bist du denn in den USA? Vom 11. bis zum 16. April. 1000. Wir müssen ja Lichter anmachen, wir sind sogar 10.000. Warte mal, ich mach mal eben hier den Dome an, sonst sehe ich ja nichts. Guten Morgen! Ah, hör mal, mach das Licht aus, hör mal da Augen! So. Ich find's schön, mal einen Flugsimulator zu spielen, wo man nicht Angst haben muss, dass er gleich abstürzt. Ja, es läuft halt echt stabil meistens, ja, ne? So, Freunde. Boah, Concorde ist für mich auch ein Phänomen und ich finde es ja so das schade, halt dass ein dieses. Das Meisterwerk, ne? Der Flug, der Luftfahrt, ne, ist halt ja einfach so, Alter. Dass man, da konntest du in 3-4 Stunden nach New York fliegen mit, das Alter. Das ist halt so krass. Also, die Flüge waren halt so teuer. Ich habe letztens erst noch gesehen, da hatte jemand Originalaufnahmen, der ist irgendwie von New York nach Heathrow geflogen innerhalb von 2 Stunden oder 3 Stunden. Das ist so heftig, Alter. Die erreichen, die haben damit irgendwie Mach 1 oder Mach 2 erreicht. Ja, so, ja. Das ist halt mega krass. Aber ich finde das schade, dass das einfach, dass man das so verworfen hat, weißt du? Dass ja, man gut, gesagt also hat. Der Unfall war halt schon heftig, ne? Ja, aber auch eine 747 ist mal abgestürzt. Aber das Ding ist halt, ich glaube, es war einfach nicht rentabel. Also, glaube ja, ich. Ja, nicht. Das sowieso. Ich glaub, ja. Was meinst du, was das an Spritkosten, also an wie viel das gekostet haben muss, Alter? Aber ich glaube, die Zukunft wird wieder in diese Richtung immer mal gehen. Dass das alles noch schneller geht. Wahrscheinlich, ja. Was ich aber sehr, sehr schade finde, ist, dass der 380 langsam vom Himmel verschwindet. Ne? Die Lufthansa hat das ja jetzt. Das finde ich halt auch sehr schade, ja. Die Lufthansa hat ja jetzt sehr viele Exemplare da wieder zurückgegeben. Ich glaube, 6 aber Stück. Aber da ist es ja, glaube ich, genau dasselbe Phänomen. Es lohnt sich halt einfach, glaube ich, nicht. Ne? Nee. Aber was mich überrascht hat, ist, dass sie sich eine 787 geholt haben, also den Dreamliner. Das hat mich mega überrascht. Das ist aber auch ein geiles Flugzeug, muss ich sagen. Also den habe ich jetzt auch schon öfter im Flugsimulator gesehen. Also in Streams oder so. Ja, voll modern halt, ne? Das ist halt komplett Hightech, ne? Ich würde mal gerne mit einem 350 dafür fliegen, ey. Ach ja, Madrid. Madrid, Leute. Ist Madrid ein großer Flughafen? Also sieht jetzt schon was größer aus. Glaube ich schon. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube schon. Ah, wir landen okay, ich verstehe. Wir landen über die seitliche Bahn dort. Da genau, ist Madrid, Leute. Wir werden dann gleich eine Linkskurve machen und dann sind wir halt quasi ausgerichtet. Ich finde, mein absolutes Lieblingsflugzeug ist immer noch der Airbus A380. Ich finde, das ist einfach. Ja, ich liebe das Ding einfach. Ja. Wenn du da drin sitzt und du guckst aus dem Fenster, diese Spannweite des Flügels, ne? Ja. Ist unendlich. Und ich fühle mich da so extrem sicher drin. Ich weiß auch nicht warum.
Und mach mal die Kabinenlichter auf Landing an, ja, damit ihr mal ein bisschen wieder wach werdet hier, Freunde. Zack. Hör mal, ihr Kupi, du wach werden. Ich hab so klopf, klopf, papp, papp. Der rastet voll aus da vorne so, weißt du? Ja. Hm. Ey, aber man kann eigentlich voll geil dieses, diese Streams auch voll als Podcast benutzen, ja, so, ne? Ja. Die Leute hauen ein Thema rein und du fliegst und quatschst darüber. Ja. Ist ja voll chillig. Das ist halt echt mega chillig. Ich liebe es einfach. Also sowas am Ende des Streams geht eigentlich immer. Weißt ja. Vier, beziehungsweise, ne, vier Runways, okay. Und der schönste Flughafen, den ich auf der Welt finde, ist für mich immer noch Frankfurt. Weil die sind so, also die Leute, die auch arbeiten, die, ja, X-Tom haben wir gerade gemacht. Die Leute, die bei uns, die mit uns da zusammengearbeitet haben für das Video damals, mega korrekt. Der Curry und ich sollten ja nochmal ein Praktikum dort machen, aber ist noch nicht dazu zustande gekommen. Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kommt das ja noch, ja. Wäre auch geil, wenn wir da so ein Flugzeug einräumen müssten mit einer GoPro und so am Körper fest. Ich glaube, das wäre auch wieder. Das wäre so cool, ne? Ja. Düsseldorf finde ich auch schön. Wenn du halt dieses Material hast, so, dann kann man sich das ja immer wieder so geben, weißt ja, du? Ja, das habe ich halt auch so oft mit New York jetzt so gemacht. Ich habe mir so oft diese Helikopterflüge angeguckt und so, ne? Das ist halt. Man ist ja auch irgendwie stolz, dass man das gemacht hat, ne? Ja, natürlich. Vor allem sind das ja alles Erfahrungen, die man machen konnte. Und man kann sich. Das größte Geschenk ist halt wirklich, dass man das irgendwie festhalten konnte. So, weißt du, nicht nur auf Bildern, sondern halt wirklich mit Video. Und so. Aber stell mal vor. Du kannst mal erzählen deinen Kindern, ich bin mit einem Hubschrauber über das World Trade Center geflogen. Ja. Das ist einfach unfassbar krank. Da muss man nochmal Sony loben, ne? Carmen loben, ja. Sony loben, ey. Carmen, Alter, Carmen. Mach was mal mit zwei, wir kommen wieder. So, wir werden gleich die Linkskurve machen. Oh, Schinkentorte, sehr schwieriges Thema. Also. So, wir beginnen jetzt mit dem Landeanflug auf Madrid, meine Damen und Herren. So, Approach habe ich schon mal eingemacht, das heißt, wir können gleich capturen. Da ist der Airport, Leute. Der Airport. Ich weiß, dass sich immer sehr viele Leute... Warst du auf dem One World Trade Center auch drauf? Ja, ja. Ich weiß, dass sich sehr viele Leute immer so beschweren, dass sie an einem Flughafen wohnen und dass es so laut ist. Aber ich finde das cool. Ich weiß nicht, ich mag das. Ich glaube, ich finde das auch geil. Also ich habe sowieso kein Problem damit, bei Geräuschen irgendwie einzuschlafen oder so. Ich, also, weiß ich nicht. Also ich finde, wenn ich, wo die Antonov jetzt hier war, ich habe die immer aus meinem Fenster gesehen, ne? Und auch gehört. Das ist halt krass, ne? Die ist bestimmt mega laut, ey. Naja. Ich weiß, Curry, das müsstest du dir auch mal angucken gehen. Beim Technikmuseum in Sinsheim steht noch eine Concorde. Die kann man ja auch begehen, glaube ich, ne? Das ist halt geil, ne? Und in, ich glaube, in, wie heißt das nochmal? Der andere Ort, wo die 747 steht? Speyer, das ist auch geil. War ich mal. Aber da darfst du keine Höhenangst haben. Also, das ist. Weil die haben die auf so ein Podest in die Luft gestellt, weißt du? Und auch noch schräg. Und wenn du da durchläufst, musst du dich so festhalten. Das ist echt krass. So, Flughafen Ahoy. So, meine Damen und Herren. So, jetzt muss Curry die Landung hinkriegen. Ja, Flaps 1 haben wir schon. Also ein bisschen Tempo verlieren. Bin entspannt. Aber müssen gleich wir leichter. Werden wir dann, gleich werden wir dann das Signal capturen und dann werden wir dann sinken. Und dann werden wir in Madrid landen, Leute. In Madrid werden wir landen. Wahnsinn. Ja, Antonov ist mega, mega lustiges Flugzeug eigentlich. Aber ich will einmal mit dem Leben gerne die Originale, also die ganz große, sehen. Schon krass. Oh, da vorne Madrid, Leute. Madrid! Wo ist Cristiano Ronaldo? Ah, ne, der ist ja gar nicht mehr hier. Sieht aber sehr gut aus. Ja, also noch ist das Signal noch nicht gecaptured, aber wir sind auf jeden Fall noch unter der Höhe quasi. 5000. Wir sehen ja gleich den Diamanten, wenn der auf uns zukommt, dann müsste der eigentlich uns mitnehmen und quasi dann in den Sinkflug übergehen. Weil wir haben die Frequenz eingestellt, ich habe die Approach Preparations im Bordcomputer eingegeben, das müsste eigentlich jetzt gleich passieren. Ja, jetzt hat er ihn und wir sinken.
Also er wird jetzt automatisch diesen Anflug machen, weil sich ja manche Leute fragen, ob man jetzt das Flugzeug schon selbst steuert. Nein, machen wir noch nicht. Das macht man wirklich, glaube ich, erst kurz vorher. Das kann man natürlich auch jetzt schon machen, aber ich glaube, das ist einfach safer, wenn wir das einfach vorher machen. Und in Frankfurt können die Flugzeuge auch, glaube ich, komplett mit Autopilot an einer Bahn landen, ne? Ja, das kommt halt immer drauf an, ne? Das kommt auf die Variante der ILS-Anflüge an. Ja. Das ist, glaube ich, irgendwie Cat 2 oder Cat 3 oder so braucht man dafür. Da bin ich aber nicht sicher. Das sind keine safen Infos. Wo schlafen wir in Madrid? Ich meine, sind Unterkünfte gebucht oder gibt es bequeme Bank am Gate für alle? Nee, ja, das Gute ist, wir haben ein Hotel direkt am Flughafen mit kostenlosem Bustransfer in die Stadt und wieder zurück. Also ihr könnt euch richtig was gönnen. Ja? Aber wenn ihr morgen früh wach werdet, sind wir schon wieder weg. Ist halt echt so. So, du kannst gleich Videos rausmachen, wenn ich dir Bescheid gebe. Ich glaube, für Curry wäre auch der deutsche Tag, wie heißt es, deutsche Tag für Luft? 2500. Okay, also, egal. Räder raus. Ja, down. Leute, guck mal, wie das aussieht. Geil, ne? War mega nice. Gut. Dann wollen wir nochmal, warte mal. Alter, wie das aussieht. Jetzt machen wir die nächste Stufe. Und dann landen wir mal in Madrid, meine Damen und Herren. Mal wieder rüber sitzen. Auf in den Puff, Kinder. Ja. Madrid erstmal. Erstmal in den Puff. So, warte mal, was haben wir hier eingegeben? Wir brauchen 131 plus 5, ja. Tower, Landungsbitte für DH169. Geht nicht genehmigt, wir sollen wieder zufliegen, also. Das war so richtig, ich weiß nicht, was soll ich so genau. Boah, wie geil das Licht am Meer aussieht, ne? Das ist nice, ne? Ich liebe das, Alter, bei X-Plane ist das einfach so gut. Bleibst 10. Doch, die Performance ist vollkommen in Ordnung. Ja. Also man muss halt immer ein bisschen, es kommt halt immer auf den Rechner drauf, ja, ja. Man muss halt immer das so ein bisschen anpassen, aber es geht vollkommen klar. 10. Max, fühl dich sicher. Denk, wenn du in einem Flugzeug nach Kalifornien sitzt, dass wir das Ding fliegen. Also steck gleich wieder aus. Wenn du ranzoomst, du siehst zwei rot, zwei weiß, das heißt, ja, wir sind Puppies komplett nennt man die oder so, ne? Heißt das genau, doch, ne? Ja. Also der Anflug ist komplett super gerade. Wir sind in der richtigen Höhe. Genau, das kann man ganz kurz erklären. Es müssen, wenn zwei rot und zwei weiß sind, heißt das, dass man genau einen idealen Anflug hat. Das ist für den Piloten. Aber jetzt hat es, glaube ich, geändert. Nee. Ja, nee, alles gut. So, selbst machen wir 30 und dann werde ich gleich den Autopiloten ausschalten. 1000 feet stabilized, Mr. Bridge altitude set. So, wird Curry die Landung hinkriegen? Ja oder nein, Leute? Mein Flugzeug? Mit Kickflip, ja oder nein? Gut aus. Aber der Pilot ist aber noch an, oder? Nee. Der ist aus. Was soll das grün leuchten? Achso, okay. 500. Deck. Guck mal, man sieht direkt, dass manuell geflogen wird, der Joystick. Und guck mal, also das. Ja, was? Ruder oder was? Es sieht sehr gut aus. Danke, Mann. Ich guck mir die Landung gerade aus der anderen Perspektive an, Mann.
Sehr gute Landung, Mann. Unter mit der Nase. Ja, die muss man so lange oben halten, wie es geht. Das ist wirklich jetzt. Ja, perfekt. Leute. Da ist noch nicht vorbei, warte zurück. Wir müssen erstmal gucken, wo wir gleich parken können, Alter. Voll geil, ich hab mir das von außen angeguckt, ey. Das sah voll geil aus. Nice. So, herzlich willkommen in Madrid, meine Damen und Herren. Mein Co-Pilot und ich wünschen euch einen wunderschönen Aufenthalt. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Flug hier. Richtig, Leute. Fly oder der Heidetraut Airlines, Heidelwurst Airlines, ja. Schön, dass sie uns gewählt haben und ich hoffe, im nächsten Flug können wir sie natürlich wieder begrüßen. Richtig. Dass sie mit uns geflogen sind. Ganz wichtig, bitte bleiben Sie sitzen, bis wir unsere Parkposition erreicht haben, damit Sie dann safe und ganz entspannt auch aussteigen können. Wir wünschen noch eine wunderschöne Weiterreise und kommen Sie gut an Ihr Ziel. Immer hast du einen Anschlussflug, ne? Muss am Flughafen warten. Im Terminal 1. Schau mal unten in der Luke kurz. Wo müssen wir denn hin? Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir gleich. Ich kann halt nicht bremsen, das ist das Problem. Da unten klopft jemand die ganze Zeit gegen das Flugzeug, hörst du das? Ja. Warte mal eben, ich guck mal eben. Max Escher, danke für deine Bezahlung für den Flug. Ich hoffe, Dankeschön. Mach mal eben, warte, wir bleiben mal eben hier kurz stehen. Ich guck mal gerade, wo sind wir denn hier? Ah, okay, alles klar. Das sollte kein Problem sein. Dann mal Abfahrt. Heute bin ich nur Co-Pilot, richtig. Aber vielleicht ist es auch erstmal besser so. Ich bin echt erstaunt und echt erfreut, wie gut das funktioniert hat, ne? Oder? Auch mit der Synchronisation. Ja, am Anfang war ein bisschen Hickhack, erstmal da reinzukommen, aber dann hat's lief's wie Butter. Hallo Madrid! Ja, wir gehen alles jetzt die Tour, dessen gleich flanken, ja, Hema und Eve. Weißt du, wo man die APU anmacht? Ja, in der Mitte. Wie in der Mitte? Hier unten. In der Mitte, oder? APU oben am Overhead machst du die an. So, weil da unten auch APU steht. Ja, das ist, glaube ich, nur die Anzeige. Geh mal ans Overhead, wobei ich mal das kurz. Weil die brauchen wir gleich. Ach, damit da, Strom okay. Haben. Ist das nicht das Hilfstriebwerk? Ja, genau. Nee, ich weiß nicht, ob das Hilfstriebwerk ist. Ich glaube, das ist. Also, da habe ich leider nicht die Info. Keine Ahnung, da kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nur, dass man da halt Strom bekommt, solange man noch nicht die Triebwerke anhat. Ah, okay. So, ich muss mal, Alter, was ist denn das für ein riesen Flughafen? Holy shit, ey. Bad Dave, danke für deine 5 Sub-Geschenke. Danke, dass dir der Flug so gut gefallen hat. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung an alle. Also, wenn ihr noch mehr explain wollt auf Twitch, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen, wenn das auf YouTube hochgeladen wird. Einfach auf twitch.tv/scheideltraut. Ja. Fliegt ihr noch eine Runde? Ne, ich glaube nicht. Ja, das ist halt, diese Flüge, dadurch, das hat mich letztens auch erstaunt. Es haben viele gefragt, ob das in Echtzeit ist. Es ist halt tatsächlich so. Es ist alles in Echtzeit ähnlich wie beim Train Simulator, glaube ich. Also wenn du jetzt zum Beispiel von Frankfurt nach LA fliegst, dann fliegst du halt auch deine 12 Stunden oder 11 Stunden. Ich meine, du kannst aber, glaube ich, auch den Prozess beschleunigen, ne? Aber wer macht das denn? Ja. Also wenn du schon so einen Flug auf dich nimmst, dann spult sie ja nicht vor. Was ist das denn? Also das ist ja mal mega low. So, da vorne sind die Gates. Übrigens, Leute, ich zeige euch nochmal hier. Aber weil das seht ihr gerade gar nicht. Oh, das war doch echt. Also am Anfang war ein bisschen holprig so mit den Fluginstrumenten, aber dann. Lief's, war ne? Doch eigentlich ein schöner Flügchen. Hab mich irgendwie an den Millennium Falcon erinnert, als wir die Kiste nicht angekriegt haben. Er war so dagegen gehauen, jetzt geh an! Ist halt echt so. Allein die Beleuchtung der Runways braucht ein eigenes AKW. Aber wie man 12 Stunden in den Flugsimulator verbringt, bestimmt. Es gibt Leute auf Twitch, Leute, die haben sich riesen Cockpits gebaut. Ja, das ist halt krass, ne? Da würde ich auch 12 Stunden sitzen. Ohne Witz, ich würde da drin schlafen, alles. Achso, wir müssen ja hier. Danke auch nochmal, Bad Dave, für deinen Sub. Dankeschön. Ja. Er Sub-Geschenke verteilt und dann selber gesubbt. Ehren, Bad Dave. Dankeschön, Mann. Und dann stellen wir uns hier hin, Alter. Herzlich willkommen in Madrid. Guck mal, die Leute, die stehen auch schon alle und warten auf den nächsten Flug da im Terminal, ne, geradeaus. Ja, ist echt so.
Ich schicke noch nach rechts. Kannst du Parkingbremse machen? Ja, komm. Ja, alles gut. Also waren wir leicht reingedriftet, ey. Ja, das Problem ist halt, dass es durch die Synchronisation, dass ich nicht selber bremsen kann. Das ist halt mega dumm, aber egal, wir machen einfach Folgendes. Schleunigst du gerade? Ja, warte. Ey, wie machst du das denn? Der Reverse Brakes mit Cashew. Ach so. Das macht man normalerweise natürlich nicht. Nee. Soll ich nochmal die Parkingbremse reinhauen? Ah ne, du willst doch vorwärts. Weißt du, ja. Dave, wie kannst du jetzt noch einen Sub reinhauen? Du hast doch schon eins. Mach dich schon mal ready, dass du die reinhaust. Ja, hab ich. Sag wenn's. Hau rein, hau rein. Ja, mach nochmal los. Nochmal los. Ist los. Genau, warte. Ding halt ein bisschen schief, ne? Das ist ein bisschen blöd. Warte. Alles gut. Ja, kein Scheiß. Dein Kommando. Jetzt. Nächste Mal versuchen wir rückwärts zu starten. Ja, genau. Wir fliegen dann rückwärts einfach hoch. Das wäre, glaube ich, sehr spektakulär. So, jetzt stehen wir. Jetzt passt es. Die Lampen alle aus, ne? Ja, warte noch mal kurz. Die noch nicht ausmachen alles, weil die sonst steigen die halt schon aus, die Leute. Und sollen sie so. Aber gar nicht. Ich werde jetzt. Ist APU da? Alles klar, APU ist da. Das heißt, wir können. Du kannst die Triebwerke ausmachen. Weißt du, wie man das macht? Oben in der Mitte, ne? Nee. Du machst das am Schubhebel. Unten drunter hast du noch zwei kleine Kläppchen. Die musst du beide nach unten ziehen. Genau. Damit entziehst du quasi dann den Treibstoff. Okay. Jetzt gehen die Triebwerke aus. Perfekt. Wunderschön, hör mal. Alter, die Soundkulisse ist halt mega geil, ne? Ja. Also, die Sounds haben die halt echt geil hinbekommen. Ja. Ist halt einfach so. So, soweit haben wir hier alles fertig. Aber wieder brummt. Hör mal. Ah, erstmal frische Luft hier rein. Ah, geht ja gar nicht. Hör mal, kann ich das hier nicht auch machen? Müsst ihr jetzt irgendwie Ground Services holen oder so? Oh, Grüß gerade gemutet. Kannst du sehen, wenn ich das hier mache? Siehst du das Tablett gerade? Mach nochmal. Lol, hab ich das bei dir nicht rum? Nee, ne? Nee. Du kannst das halt quasi rausnehmen und dann irgendwie direkt neben dem Flugcomputer packen, damit du halt. Stimmt. Ja, man kann das bewegen. Mhm. Ja, du kannst es halt komplett rausnehmen, ne? Und dann bewegen. Okay. Genau. So, wir machen soweit erstmal die ganzen Instrumente aus. Zack, zack, zack. Die Pumps Dave, danke für 25 Euro, Digga, danke schön. Das können wir alles aus. Dankeschön. Das kann alles aus, wunderbar. Schön. So, wunderschön. Curry, es gibt wirklich das Space Shuttle. Ja, krass. Da kannst aber du. Kann man damit dann zum Mond oder was? Oder wie macht man das da? Ich habe keine Ahnung. Du kannst, glaube ich, einmal Erdumlaufbahn, aber das Ding ist, es soll wohl ein mega langer Flug sein, ne? Ja, wahrscheinlich. Das kann ich mir vorstellen. Aber das wäre auch mal krass auszuprobieren. So. Ich finde das geil, die ganzen Lichter hier und so, oder wie das alles aussieht. Alles aus. Seatbelts sind aus. Lichter auch aus? Logo? Ja, es kann sich jetzt angeschnallt werden. Ne, lass mal kurz nochmal eben an. Ich würde das gerne nochmal zeigen, weil das ist. Das Skin hast den Delivery hast du leider gar nicht, aber. Tuffy Fly, Alter, das ist einfach komplett. Ist so pinkes, ne? Nee, das hat jemand noch komplett umgebaut. Das war ein anderes. Und hier, guck mal, Leute, wartet kurz. Guckt euch das mal an. Das ist halt hier. Das ist so geil. Ohne Witz. Oder hier. Warte mal, ich flieg mal ein bisschen mit der Kamera hier rum. Könnt ihr dann ein Bild machen? Das wäre super. Das wäre echt schön. Mach doch einfach Screenshot bei Steam, Curry. Ja. Stimmt, hast recht. Ist ja die beste Qualität.